Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 6. Januar, ich bin Sashi und das ist Demark. Hallo. Und wir reden heute über den 6. Januar und du hast Geburtstag, ne? Du hast das Geburtstagskind heute. Ich habe Geburtstag und ich habe euch auch mal ein aktuelles Foto von mir mitgebracht. Und zwar, das bin ich, noch mit Haaren und mit Halskette. Etwas weniger Muskeln, nee, mit Halsketten. Nein, natürlich nicht. Also jeder, der das hier sieht, der kennt ihn natürlich. Das ist Henry Maske. Und Henry Maske hat am 6. Januar 1964 Geburtstag. Henry Maske ist ein... gut 10 Jahre älter als ich. Gut 10 Jahre älter als du? Ja, also genau, ja. Also ziemlich. Und sieht verdammt viel besser aus als du. Das gibt's ja gar nicht, Mensch. Was ist passiert, Sascha? Das ist ein Bild von 1974 wahrscheinlich. Ach so, okay. Da war er 10. Da war er 10. Da war er gerade 10 Jahre alt. Dann hat er die Klassenlehrerin geheiratet. Nee, okay. Ja. Was gibt es über Henry Maske eigentlich zu erzählen? Henry Maske, ehemaliger deutscher Boxer, der als Amateur-Olympiasieger 1988 sowie Weltmeister 1989 wurde. In den 1990ern als Profi-Weltmeister im Halbschwergewicht, stimmt, von 1993 bis 1996 amtierend war. Ja, und Henry ist auch natürlich für seine Fairness bekannt und deswegen nennt man ihn den? Den, weiß ich nicht. Gentleman. Ach so, Gentleman-Boxer, genau, das war der Gentleman-Boxer. Gentleman-Boxer, ich habe mal, genau. Hab mal einen Boxkampf von ihm gesehen, irgendwo, weiß ich nicht, das war, glaube ich, ein Schaukampf oder sowas. Ich habe es aber dann zwar ganz groß gehypt, irgendwie RTL, Rotz. Auf der Kirmes irgendwo? Ja, nee, das war so im Fernsehen ganz groß, Comeback von Henry Maske oder irgend so ein Kampf. Ja. Letzter Kampf, weiß ich nicht so genau. Ja. Und da war ich so voll drin und so, habe so zugeguckt und so und habe dann halt so die Bewegung gemacht, so, oh, guck, tschub, habe das so geguckt, ne, so voller Euphorie und habe, wie ich diese Bewegung gemacht habe, bin ich dann mit dem Daumen an meiner Hand hängen geblieben und habe mir so die Kapsel verdreht dabei, dass ich so eine dicke Hand hatte, ehrlich. Oha. Ja. Und dann muss ich an dem Samstag, ja, am Sonntag musste ich Fußball spielen, ich war ja Torwart, ja, aber ich musste meinen Trainer anrufen, ich kann nicht spielen. Ach, du warst Torwart? Weil ich war Torwart, genau. Das erklärt einiges. Da kam ich ja nicht in den Handschuh rein. Und dann hatte ich so eine dicke Hand, alles komplett gestaucht sozusagen, habe ich meinem Trainer gesagt, ja, ich kann nicht. Und er so, was hast du denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Ich habe... Mit Henry Maske geboxt. Rumgehampelt. Natürlich. Genau. Aber am 6. Januar ist ja heute auch Heilige Drei Könige. Heilige Drei Könige. Heilige Drei Könige, Mensch. Wie heißen die drei, weißt du es noch? Kaspar, Melchior und Karl-Heinz. Ja, genau. Karl-Heinz ist der Richtige, genau. Ja, und heute ist auch Persisch Neujahr, übrigens, so nebenbei. Persisch Neujahr? Persisch Neujahr. Ja, viele Grüße an Pujan von dieser Stelle. Pujan, schade, dass du heute nicht da bist. Wir genießen es. Ja, das ist heute auch am 6. Januar. Genau. Prima. Ja, was haben wir denn hier noch? Musst du auf deine Unterlagen gucken. Ach so, ich bin ja dran, oder? Ja, du bist ja dran, ja genau. Ja, am 6. Januar 1999, ich meine, wer weiß es nicht, ne? Da hatten wir mit 18,4 Grad im badischen Mühlacker den wärmsten Tag in einem Januar. Krass, oder? 18,4 Grad im Januar. In einem Januar. Also grundsätzlich seit Überleg mal, wie schweinekalt es heute Morgen war. Ja, ja, total. 18,4 Grad. Aber richtig kalt. Junge. Ja. Hey, also das seit Aufzeichnung der Wetter. Der Wetteraufzeichnung, ja, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 18,4 Grad. Das ist ja fast schon Freibadwetter, oder? Naja, geht. Geht so? Naja, Freibad. Naja, es ist ein schlechter Freibadtag, sagen wir so. Ja, aber ein richtig schlechter. Also hast du schon keinen Bock, irgendwie ins Wasser zu gehen, nur wegen den Mädels dann halt. Ja. Aber reicht ja schon als Grund. Ja. Aber vor allem ist es ja auch, am 6. Januar ist ja auch der Verhätscheltag. So. Der Verhätscheltag? Hutti, hutti, hutti. Hutti, hutti, hutti. Ach, du Scheiße. Hier, die Tiere werden ja auch verhätschelt. Oh, ne? Guck also, mal hier. Hutti, 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 du bist so süß. Du bist so süß. So, das wird heute darf man das machen. Ich muss dann jetzt weg. Ja. Der Weltverhätscheltag ist heute hier. Der Weltverhätscheltag. Ja. Hast du Haustiere? Ich habe ich habe ein Haustier. Was denn? Ich habe eine Katze, das ist Pünktchen. Pünktchen. Und Pünktchen ist total süß, ohne Scheiß. Wenn du der am Bauch kraulst, die legt sich auf den Rücken wie ein Hund, ja, und macht hier diese Stellung und lässt sich von dir den Bauch kraulen. Ja, so viel zum Verhätscheltag. Ja, hast du schon gemacht? Heute? Natürlich, ich verhätschle meine Frau jeden Tag, weil ich sie sehr liebe. Deine Katze, denke ich. Die auch. Ja, hier möchte ich gerne die Sendung abbrechen. Wir müssen das irgendwie an einer anderen Stelle diskutieren. Cheerio, Miss Sophie, bis morgen.